Nicht sie weg! Ah! Oh. Zurück zum Schloss! Mann, ey! Schon gut, Sonic. Alles ist jetzt gut. Axel, wegen Sion. Sax hat mir erzählt, was heute Morgen passiert ist. Warum hasst er sie so? Du solltest dich mal hören. Wieso tust du das? Reden, als wärst du eine normale Person. Warum? Was habe ich denn gesagt? Ich weiß nicht, wie normale Leute reden. Ich meine, manchmal hörst du dich echt an, als wärst du verzweifelt oder so. Als ich sie da hab liegen sehen, ich hatte Angst, sie würde nie wieder erwachen. Das wird sie sicher. Und Angst ist ein Gefühl. Sykes hat gesagt, sie wäre kaputt. Bin ich auch. Wenn ich das aufheitert, ich bin wahrscheinlich viel kaputter als sie. Sykes weiß etwas über sie. Oh ja. Warum sie und ich besondere Niemande sind. Ich kann ihn ja mal fragen, wenn es dir sogar schlaflose Nächte bereitet. Echt? Deswegen brauchst du nicht aufzustehen. Na echt, Mensch, setz dich hin. Ich werde fragen, aber mach dir keine großen Hoffnungen. Klare Antworten sind nicht gerade seine Spezialität. Wahrscheinlich würde er es eher dir erzählen als mir. Stimmt. Hoffentlich wacht sie bald wieder auf. Hey, das wäre nicht nötig gewesen. Ich habe dich gewarnt, du sollst dich da raushalten. Und ich habe dir gesagt, dass ich es nicht kann. Ich muss wissen, was mit Xeon los ist. Warum kannst du nicht einmal ehrlich zu mir sein? So wie du immer ehrlich zu mir bist. Man merkt schon, dass die in ihrem früheren Leben vielleicht mal irgendwas zusammen gemacht haben. Okay, da hast du mich erwischt. Xeon hat kein Recht, zu uns zu gehören. Warum nicht? Was seht ihr beiden bloß in diesem Ding? Seht es euch doch einmal an. Eine zweite Muschel. Level up! Ja, das habe ich diesen Schrottviech an diesen Hundesöhnen zu verdanken. Ach. Egal, ich habe gekriegt, was ich wollte. Ach. 173. Lügen. Und? Hey, Roxas. Hast du was über Xeon rausgefunden? Ich habe mit Sykes gesprochen. Wirklich? Was hat er gesagt? Seine Lippen waren verschlossen. Tut mir leid, Mann. Ich hab's versucht. Schon okay. Aber er sagte, es würde mit Kaputtnehmen zurücknehmen, wenn sie sich als fähig erwiese. Das Beste, was du für sie tun kannst, ist weiter so gute Arbeit zu leisten. Fertig, danke Axel. Das sind tolle Neuigkeiten. So toll sind die eigentlich nicht. Oh, tut mir leid, Roxas.
Naja. Jetzt habe ich wenigstens geschafft. Mann! Speichern. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Science here.